Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Secret of Mana. Der nächste Drache steht auf unserer Liste. Ist schon der dritte? Glaube ich. Hoffe ich. Weiß nicht. Ich glaube schon. Ich hoffe, ich muss nach oben. Oh, wow. Wow. Den habe ich gerade extrem viel abgezogen. Sollten wir den jetzt noch töten? Ich habe Angst, jetzt irgendwie weiterzulaufen aus Versehen. Nice. Und 56. Easy. Der läuft. Da ist er. Oh. Okay. Das Blöde ist, gegen ihn wird wahrscheinlich kein Eis helfen. Das Gute ist, er geht nicht auf mich. Okay. Wo ist er? Fuck. Ich treffe den aber auch nicht. Scheiße. Hallo? Bin ich dumm? Ah, okay. Ich muss mich, glaube ich, vor den Schatten stellen. Ich treffe ihn leider nicht von hier. Nur Sarah trifft ihn. Ja. Was ist denn gut gegen Donner? Erde? Das möchte ich kurz mal ausprobieren. Ist es Erde? Ich weiß nicht, probier's einfach mal aus. Nee. Schade. Eigentlich wäre es ja Gummi. Aber so Magie gibt's leider nicht. Die Gummi-Magie. Wäre ja auch zu schön. Ich komm da nicht hin. Okay. Aber das funktioniert wirklich mit vor den Schatten stellen. Immer vor den Schatten stellen. So, vor. Aha. Zu weit weg. Was hat Sarah denn gerade hingeballert? Was machst du denn da? Okay. Vor allem, warum greift er denn die ganze Zeit mich an? Okay, wie wär's mal? Oh. Mit heilen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so scheiße. Und wieder full life. Nice. Easy. Oh, nice. Kritischer Treffer. Oh, das war's schon. Okay, das ging relativ schnell. Den fand ich jetzt aber fast schon ein bisschen einfacher als den Feuerdrachen aus dem letzten Bad. Nice. Bravo. Ja, ich bin full life. Trotzdem danke. Und ein Boomerang um ab. Nice. Achso, der ist schon tot.
Manchmal vergesse ich, wie OP ich dann doch hier schon ein bisschen bin. Ah ne, da ist noch einer. Ich hab gar nicht gesehen eben. Hilfe. Der Igel ist verwirrt. Krasser kritischer Treffer. Okay. So, die Frage ist, gibt es noch einen vierten Drachen oder bleibt es bei drei? Ich weiß es nicht mehr. Ja, sehr gerne. Ich habe nochmal ein Level gemacht, das würde ich ganz genau abspeichern. So much has happened to us in such a short time. Without you guys, I never would have made it. Thanks. There's one last job to do. If the Mana Tree can restore the sword, that fortress won't stand a chance against us. Let's go! Fools! Feast your eyes upon the power of the Mana Fortress! Fire! Come. Awaken. Oh, where are we? Wait! Where's the Mana Tree? Drat! Thanatos gave us the slip again. And we were so close! What's going to happen to the world now? Dylok is... I have been awaiting your arrival. It is I, the Mana Tree, guardian of this world. Do not despair. Even without physical form, I am still with you. The resurrection of the Mana Fortress has used up most of the world's mana. Soon, all the mana beasts in the world will be transformed into one giant creature. This great mana beast is the only one who can bring mana back to the planet. But the rapid decrease of mana has caused the beast to descend into a crazed frenzy. If the beast attacked the fortress, the world would not survive the encounter. The only way to avoid this tragedy is to first defeat the mana beast with the sword. Only those with the blood of the Mana Tribe in their veins can wield the Mana Sword. Your father, legendary Tasnikan Knight Saren, was to retrieve the sword, but... 15 years ago, Saren sought to defeat the evil Emperor, but he was badly wounded. With the last of his strength, he journeyed to Potos to retrieve the Mana Sword, but he never made it. You mean that ghost I saw by the falls? That was my father? Yes, it is true. Your father was the legendary knight, and I...
I was his wife. Your mother. We are of the Mana tribe. Members of our tribe are fated to become the Mana tree to protect the world for future generations. Others, like your father, inherit the Mana sword to fight the evils that threaten peace and prosperity. You must stop the fortress. Its stores of mana are nearly gone. You could penetrate its shields. With the last of my energy, I will call upon the seeds of mana to once again resonate with your sword. I am sorry. I was never there to care for you growing up. Mother! Wait, is that really you? But what happens without the mana tree? Die Kraft des Schwertes ist vollständig. No! We finally meet and now this? Talk to me! Mother! Mother! Oh no! Mother! She... Hope. Don't let her last moments go to waste. It's tough, but we're all dealing with our own losses. Sis ain't got a mom. Neither do I. Sorry. I'll be okay. The Mana Tribe, huh? I've got big shoes to fill. But I'll protect the world like my mother and father. Now you're talking! That's why you're my number one subordinate! Yeah, I don't know why, but it almost feels like I met my own mother. She's here in my heart, just like your mother's in yours. That's the spirit! You guys ready? One, two, three! Boah, krasser Plot, ey. Das ist so gut gemacht. Okay. Ja, ich komme hier nicht mehr weg. Das Einzige, was mir bleibt, ist... den guten Flämischen zu rufen. Ich habe aber jetzt absolut keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Um ehrlich zu sein. Muss ich zum Mana-Tempel? Soll ich nochmal mit Dings reden? Hi. No human has set foot in that realm, so you must be prepared for anything. Okay. Thanatos and his loyalists double-cross the imp. Ja. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht mehr, was zu tun ist. Ah, Gott! Oh Gott, wo muss ich denn nochmal hin? Mana-Stamm. Ich bin verwirrt. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, wir gehen nach Pandora und speichern dort ab. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. In der Zeit weiß ich auch wieder, wo es weitergeht, hoffe ich doch mal. Ich muss mir das kurz mal ins Gedächtnis rufen. So, hi. 100 GM, Alter. Viel Kohle! Krass.
Tropika. Oh. The perfect temperature, even in an icy wasteland. Ah ja, das Dorf. Ja. Wasn't that because of Salamando? Ja. Yep. All thanks to my trusted underling Salamando. Why are you always recruiting underlings? Das ist eine gute Frage. These elementals sure are powerful. I'm just praising my subordinates like a good boss should. Credit where credit is due and all that. Hast du nicht im letzten Part noch irgendeinen deiner Lakaien beleidigt? Did I hear my name? Haha, hi Salamander. Us like that. We were just talking about giving our thanks for all your help. Just, you'll make me blush. We're all doing our best. Okay, you can stop. We don't need a sauna room. Huh? I thought you wanted to praise your underling. Not for boiling me alive. I'm Salamander. Ich kann da noch gar nichts für. Also ich wäre jetzt gerne in der Sauna. So. Leute, das war's für diesen Part. Wir haben den Mana-Baum getroffen. Wir haben unsere Mutter quasi getroffen. Und unseren Vater quasi auch. Es war einfach nur ein krasser Plot. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich wieder weiß, wo es lang geht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.